mich heute mit Kitty Hoff in Klärchens Ballhaus im Hofgarten, einem Ort im Grün, um über ihre aktuelle Scheibe zu Hause zu sprechen. Wieder ein Tag ohne Schritt, weder vor noch zurück, ein verwunschener Zustand. Wie bist du auf den Titel gekommen? Was hat es mit dem Titel Zuhause auf sich? Also den Titel hatte ich gar nicht sofort, sondern ich habe die Stücke erst gemacht und hatte dann irgendwann das Gefühl, dass das so eine Art Oberbegriff ist. Und das hat auch damit zu tun, dass ich in ganz vielen Gesprächen von Freunden oder Bekannten das Gefühl hatte, dass es für viele ein Thema ist, so zu Hause. Ist irgendwie wichtig, ob das jetzt tatsächlich das Zuhause ist, die eigenen vier Wände, oder ob das ein Gefühl ist, was man hat, irgendwo angekommen zu sein im Beruf oder auch in einer Lebenshaltung. Und da fand ich das ganz schön, so für die Geschichten als Überbegriff das Zuhause zu nennen. Könntest du sagen, was für dich Zuhause bedeutet? Auf jeden Fall meine Familie, auf jeden Fall. Ich bin auch gerne zu Hause, tatsächlich. Und sonst ja mittlerweile auf jeden Fall Berlin. Also jetzt bin ich 9 Jahre hier. Ja, und schon auch so bestimmte Art von Gesprächen zu führen, die mich dann zu Hause fühlen lassen. Also viel, ich debattiere einfach gerne mit Leuten über, wie die das Leben so sehen, was die wichtig finden, was die komisch finden. Und in solchen Gesprächen fühle ich mich auch zu Hause. Was erwartet den Kitty Hoff-Fan Neues auf der Platte zu Hause? Also erstmal, was auf jeden Fall neu ist, ist so ein bisschen die Art der Abmischung auf der Platte. Bei dieser Platte war mir das ganz wichtig, dass das eben nach Zuhause klingt. Das heißt, alles super nah ist, die Stimme so trocken wie möglich, also da sind keine Filter oder irgendwas drauf. Und auch die Instrumente, dass die sehr, sehr räumlich klingen, also eben nicht nach Kirchenraum, sondern eben wirklich nach Wohnzimmer. Also ich sage ja auch immer, ich mache deutschsprachige Jazz-Chansons. Und gut, Chanson ist sowieso eigentlich Song, aber es hat halt dieses französische Flair für mich immer noch. Und das spielt da rein und das ist mir auch wichtig. Und wie würdest du französisches Flair definieren? Also ich denke da natürlich nicht an Edith Piaf und solche Menschen, sondern an die Nouvelle Scène jetzt in Frankreich. Also sei es Coralie, mit der ich ein Duett gemacht habe auf der Platte, oder all die anderen, die es da gibt. Und das ist schon so ein, wie soll ich sagen, die haben so eine absolute Unbeschwertheit, mit zarten Tönen umzugehen. Und die finde ich großartig. Und der Rest wird sich finden, ein Tag in 10 Jahren. Neben dem, dass du eine wundervolle Sängerin bist, auch Mutter. Also was ja nochmal anders ist, dass man nicht immer sagt, ja Kinder, jetzt Ruhe, ich sperre euch ein. Und hast du feste Zeiten zum Arbeiten? Wie bekommst du Alltag quasi als Mutter, als Familienmitglied und künstlerisches Arbeiten unter einen Hut? Also ich habe natürlich immer vormittags, wenn die in der Schule sind, habe ich schon ruhige Zeiten für mich auf jeden Fall. Das heißt aber nicht, dass ich da unbedingt am kreativsten bin. Also eigentlich läuft es wirklich zwischendurch. Und ich habe dann immer irgendwo Zettel. Leider schaffe ich es eben nicht immer ein Buch zu haben, wo ich das reinschreibe, sondern immer ganz viele unterschiedliche Zettel. Und ich muss dann schon auch tatsächlich schnell was aufschreiben, wenn mir gerade was einfällt. Und egal wo das ist, auf dem Fahrrad fällt mir oft viel ein. Bei Hausarbeit fällt mir oft viel ein. Ist wahrscheinlich, wenn man einfach was macht, wo man nicht bei nachdenken muss, dann wird der Kopf so schön frei. Und dann kommen oft echt gute Ideen. Und die schreibe ich dann ganz schnell auf. Von Mai bis April und sie atmen ein Gefühl, ein Geheimnis, ein Wort, eine Freiheit und ein.